Ja, hier kommen wir jetzt zu dem Bereich des Herzstücks, wenn man so will. Das sind die Kompressoren. Auf der linken Seite sehen wir die Verdichterhallen. Es sind drei an der Zahl. Hinten in dem einen Gebäude sind zwei angeordnet. Das ist ein einzelner. Vielleicht kann man hier kurz anhalten. Takt der offenen Tür heißt auch, Tür ist auf. Wir können mal reinschauen. Wir sehen vorne rechts gleich den großen E-Motor. Elektrischer Antrieb des Turboverdichters. Dahinter das kleinere blaue Teil ist die sogenannte Kupplung, wo Motor und Verdichter miteinander verbunden sind. Und den Verdichter selber kann man jetzt von hier aus gar nicht so richtig gut sehen. Der ist auch gar nicht so groß. Der hat irgendwie einen zylindrischen Durchmesser von 1,40 Meter. Das ist eigentlich ein ganz kleines Teil, aber mit großer Wirkung. Ausgelegt ist diese Anlage auf einen Gasdurchfluss von 1 Million Kubikmeter pro Stunde. Und jemand, der so ein bisschen damit vertraut ist, der weiß, was das bedeutet. Es ist also eine ganz enorme Menge Gas, die da, sage ich mal, in einer Stunde durchgeleitet werden kann. Ist ein zweistufiger Verdichter, Turboverdichter. Man sieht die zwei Rohrleitungen. Das ist einmal die Saugseite erste Stufe, Saugseite zweite Stufe. Die anderen Seiten sind spiegelbildlich, kann man jetzt von hier aus leider nicht so genau erkennen. Fahrweisen sind möglich seriell oder parallel. Parallelbetrieb heißt, man kann große Gasmengen, sage ich mal, durchtransportieren, aber dabei nur eine geringe Druckerhöhung erreichen. Der Eingangsdruck der Leitung ist circa jetzt im Moment, das schwankt auch ein bisschen, circa 70 Bar etwa, kommt es aus dem Ferngasnetz. Dann würde man im Groß, wenn man große Mengen transportieren will, das parallel verdichten. In Parallelfahrweise, das heißt also, man kann dann den Druck etwa bis 120 Bar erhöhen in der ersten Stufe, könnte dann große Mengen in die Kavernen direkt ableiten oder wenn die Kavernen schon so weit gefüllt sind, dass die schon mit einem Druck über 120 Bar liegen, würde man dann auch nochmal die zweite Stufe einschalten dazu und könnte dann den Gasstrom von der ersten über die Gaskühler nochmal wieder in die zweite Stufe leiten und somit dann bei kleinerem Volumen aber nochmal eine Druckerhöhung von 120 Bar bis 190 oder auch 200 erreichen. Ausgelegt ist die ganze Anlage für einen Designdruck von 230 Bar. 230 Bar sagt vielleicht nicht jedem was. Man muss sich das so vorstellen. Das ist ein Druck, der auf einen Quadratmeter lastet von 2300 Tonnen etwa. Ein PKW, eine Tonne, 2300 PKWs auf einem Quadratmeter, das ist ungefähr so der Druck, den diese Rohrleitungen aushalten müssen. Das ist also ziemlich, das ist enorm, sehr große Belastung. Aber dafür ist auch das ganze System natürlich ausgelegt.